Er ist Freeman. In seiner Datenbank belegt, diese Bioeinheit war bei der Explosion anwesend. Bioeinheit gehört zu Wissenschaftler-Team. War möglicherweise verantwortlich. Vielleicht Sabotage. Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Bioeinheit Freeman für vorzeitige Zwangsstilllegung von vielen Mech-Einheiten aus dieser Truppe verantwortlich ist. Akzeptiert. Die Bioeinheit muss als Strafe für ihre Aktionen deaktiviert werden, eliminieren. Ziel getroffen. Keine Vitalsignale mehr zu empfangen. Wo sollen wir Freeman hinbringen? Nach oben zum Verhör. Warum? Problem könnte gleich hier entsorgt werden. Und wenn andere Bioeinheiten seine Reste finden, es wird nichts mehr übrig sein. Null Priorität für Freeman. Verluste zu hoch. Truppe zieht sich zurück. Einheiten sind jetzt auf sich allein gestellt. Wiederholung. Einheiten sind jetzt auf sich allein. Melden Nummer 5. Empfang gut. Null Priorität für Freeman. Diese Basis wird verlassen. Wenn Mech-Einheiten noch Bombenziele gefunden haben, diese sofort auf der taktischen Karte markieren. Sonst vom Feind lösen und zurückziehen. Wiederholung. Rückzug und Beginn der Bombardierung. Ziele angeben oder nach unten verschwinden. Eliminierung von Zivileinheiten gehört nicht zur binären Kampfprogrammierung. Woher kommt Befehl für diese Operation? Habe 12 Wissenschaftler-Einheiten eliminiert. Keine Gegenwehr verzeichnet. Wir haben Trainer, Ziele, Bewegung, Feind in Sicht. Priorität 1. Freeman finden. An alle Einheiten. Freeman sofort neutralisieren. Abmarsch. Roger. Wilco. Jawohl. Bestätigt. Negativ. Roger. Okay, Zentrale. Jawohl. Bestätigt. Aufklären. Abmarsch. Weiter. Auf dem Weg. Okay. Melden. Truppe melden. Alle Gegner erledigt. Aufräumtruppe melden. Aufklärungseinheit melden. Aufklärungsgruppe melden. Bewegung überprüfen. Ende. Zone überprüfen. Ende. Alles in Ordnung. Alles klar. Bravo-Einheit klar. Delta-Gruppe klar. Keine Anzeichen für Feinde. Ende. Keine Anzeichen für Ziel. Ende. Keine Bewegung auf dieser Ebene. Sektor ist sicher. Ende. Kommandozentrale. Gruppe ist in Position. Aufklärer in Position. Alles ruhig. Aufklärungseinheit. Alles ruhig. Ende. Meine Sensoren fangen Geräusche aus. Keine Bewegung. Ende. Gebiet gesichert. Ende. In Deckung. Raufersperrfeuer. Raufenverstärkung. Werden angegriffen. Alle entfernen. Gebiet sichern. Ignorieren. Deckung geben. Granate. In Deckung gehen. Probleme. Sofort runter. Nein. Bewegung. Alien-Einheiten optisch geortet. Alien-Alarm. Bewegung von Aliens geortet. Warnung. Funk-Check. Ende und aus. Ausschau halten. Schleichmodus aktivieren. Position halten. Sektor durchsuchen. Ausschwärmen in Tango-Formation. Echo-Mission ist grün. Feuergruppe. Waffen-Check. Okay. Feuergruppe. Ziel Foxtrot 9. Okay. Mission
Motoren und Freeman errichten, Ebbe und Ausfliegen unter schweren Feuer. Deutsche Position halten. Eliminierung ist imminent. Sensoren fangen Impulse auf. Falsch justiert. Verstärkung schicken. In Deckung gehen. Achtung, Achtung, Achtung. Alien-Alarm! Bewegung von Aliens! Alles klar, Gebiet gesichert, Ende. Wir werden es euch schon zeigen. Sie haben vielleicht den Rang, aber ich habe die Autorität, Corporal. Mir wurde gesagt, das hier wäre eine Kindergartenparty. Wir brauchen Verstärkung! Ich habe ein übles Gefühl, was diesen Einsatz angeht. Tut mir leid, Corporal, die Tür ist von der anderen Seite verbarrikadiert. Wachs in Sicht! Corporal, mich hat's ziemlich böse erwischt. Ich glaube, ich brauche einen Sani. Hat jemand eine Ahnung, wer hier die Leitung hat? Okay, melden. Feuer einstellen. Aufklärungsteam, melden. Die gesamte Operation ist außer Kontrolle. Gebiet sichern. Los, los. Zu Befehl. Pass auf die Ecken auf. Haben Sie den gesehen, Corporal? Corporal? In Deckung! Deckung geben. Vertuschungseinsätze für Sachen, die die Regierung verbockt hat, standen aber nicht in meinem Vertrag. Der letzte Schuss hat gesessen. Ich kann nicht mehr weiter. Die Situation sieht ziemlich böse aus. Es ist keine gute Idee, sich durch diese Tür zu fräsen. Na klar, so produzieren wir mehr Schrott. Gegen das hier ist die Grundausbildung des reinste Damenpicknick. Mann, bei mir klingeln alle Alarmsirenen. Runter! Mann, Corporal, Sie sehen so aus, wie ich mich fühle. Geht in Deckung! Flankenposition! Los, wir machen Sie fertig! Vorsicht, das sind unsere Leute! Das dürfte Sie abkühlen, Corporal. Dieser Einsatz ist ja wohl das allerletzte. Das ist okay, das ist nur eine Fleischwunde. Weiter so! Also, dann los! Genau, Corporal, ich bin direkt dahinter. Granate! Also, ich soll das Gebiet hier bewachen. Wachdienst, hä? Ich höre da was. Hey, hat jemand was gehört? Corporal, Sie sehen wie ausgespuckt aus. Hey, Soldat! Nix wie raus hier. Sie brauchen medizinische Hilfe. Und zwar sofort. Corporal! Mich hat's ziemlich böse erwischt. Squadron, hier sind Gegner. Das sieht gar nicht gut aus. Ich bin getroffen, aber ich halt schon durch. Achtung, Feuer! Wenn das wieder so eine Rettungsaktion ist, dann bin ich echt sauer. Mann, ich wäre auch sauer, wenn ich deinen blöden Arsch retten müsste. Hey, Shepard, Jackson hier hat was für dich übrig. Ach, halt die Klappe, Tower. Wo sind wir hier überhaupt? Wieso? Der Pilot fliegt uns doch direkt zu deiner Mama. Bis jetzt sieht alles ganz normal aus. Ach, halt doch die Klappe, Jackson. Wann immer du willst. Hey, riechst du das? Was? Riecht schon wieder wie ein Babysitter-Job, Mann. Shit, Mann. Babysitter-Job. Ihr spinnt ja wohl. Das ist doch ganz klar ein Trainingseinsatz. Warum hätten die sonst unsere Order so lange geheim gehalten, hä? Ja, was soll der Quatsch eigentlich? Wir müssen uns in die Schrottmühle hier reinquetschen. Keiner sagt uns, was abgeht. Sir! Jawohl, Sir! Echt? Mir doch egal, wohin wir gehen. Solange es nur endlich Action gibt. Ich hab das gehört. Hey, hier wird doch nicht gepennt. Oder soll ich dir auch noch das Kissen aufschütteln? Was für eine Art Mission ist denn das überhaupt? Nicht mal eine Einweisung haben die uns vom Start verpasst. Ich bin ein Naturtalent. Ich darf meinen Posten nicht verlassen. Wer braucht schon einen Schlüsseldienst, was, Shepard? Hier könnte man sich echt leicht verlaufen. Ich glaube, ich schaff's nicht. Also dann los, Leute. Sanitäter! Sie müssen unbedingt medizinisch versorgt werden. Mann, und das auf meinem ersten Einsatz. Hey, Mister, da geht's lang. Los, Bewegung! Weitergehen! Raus jetzt, Corporal! Ich glaube, Sie brauchen einen Sanitäter. Negativ! Tut mir leid. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Keine Anzeichen auf Gegner. Keine Bewegung auf diesem Level. Ganz klar. Ist was? Wenn mich doch bloß Drill Sergeant Barnes jetzt sehen könnte. Hallo, Cooper. Hörst du mich? Null Priorität für Freeman. Wir ziehen uns aus der Basis zurück. Wenn Mechano-Einheiten noch Bombenziele gefunden haben, diese sofort auf der taktischen Karte markieren. Ansonsten sieh zu, dass du da rauskommst. Und zwar presto. Wiederholung. Rückzug und Beginn der Bombardierung. Ziele angeben oder nach unten verschwinden. Shepard, Sie haben es geschafft. Freeman haben Sie wahrscheinlich nicht gefunden. Ist auch egal, Corporal. Wir ziehen uns zurück. Der Luftangriff hat begonnen. Gehen Sie zum Hangar und wir warten auf die Evakuierung. Ich sagte, gehen Sie zum Hangar, Shepard. Das ist ein Befehl. Wo ist Freeman? Wir können hier nicht unsere Zeit vertrödeln. Ich lasse Sie erst gehen, wenn Sie geredet haben. Sie müssen hier raus. Hören Sie, Shepard, diese Dinger, die werden uns alle umbringen. Da scheint jemand ganz schön Scheiße gebaut zu haben. Sieht so aus, als hätten sich die Lametta-Träger ein bisschen überschätzt. Ach, zum Geier mit Freeman. Bringen wir uns lieber selbst in Sicherheit. Alles klar, Corporal? Shepard, was zum Teufel machen Sie da unten? Also wir müssen weg hier und zum Ausgangspunkt beim Lambda-Sektor. Mit ein bisschen Glück erwischen wir Freeman auf dem Weg dahin. Das Transitsystem sollte uns eigentlich hinbringen. Aber die Türen sind absolut zu. Verdammt, wo sind die verdammten Pioniere, wenn man die mal braucht? Corporal, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich brauche einen Sunny. Keine Angst, Soldat. Ich hab sie in 0, nix wieder auf den Beinen. Danke, Doc. Corporal, was ist hier los?
Niemand hat uns was über Black Ops erzählt. Ja, ich dachte, wir wären alle im selben Team, oder? Naja, ich weiß nicht genau, was die Jungs für einen Auftrag haben, aber wir müssen in Bewegung bleiben. Irgendwo auf diesen Schienen muss doch ein Wagen sein. Gehen Sie da bloß nicht rein, Corporal. Das Monster hat mein ganzes Team erwischt. Oh! Hey Mann, schön Sie zu sehen. Boah, kaum zu glauben, dass Sie es an den maskierten Freaks vorbei geschafft haben. Die Scharfschützen haben uns hier ganz schön festgenagelt. Wir haben einen Ausbruch versucht, aber die wissen, dass wir hier sind. Wir warten einfach nur auf Ihre Schüsse und diese Bastarde sind geduldig. Oh Mann, wenn ich den Kerlen das bloß heimzahlen könnte. Wenn ich bloß eins von den Gewehren in die Finger kriegen könnte. Denen würde ich was erzählen. Hey, jetzt wo Sie bei uns sind, können wir denen eine hübsche Überraschung bereiten. Drei von unserer Sorte erwarten die nämlich nicht. Das ist Shepard. Los, weg von der Tür, ich fräse mal durch. Wir werden Ihre Hilfe brauchen. Schön, Sie zu sehen. Da draußen sieht's übel aus. Diese Dinger kommen aus den verdammten Wänden raus. Man kann sie nicht umgehen, sie kommen einfach immer wieder. Wir sind jetzt vielleicht gerade stark genug, um durchzukommen. Wenigstens sollten wir es versuchen. Hab von der heftigen Schießerei vorne am Damm gehört. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt. Besser wird's nicht, das ist mal sicher. Und die könnten unsere Hilfe bestimmt gebrauchen. Das ist Shepard. Los, weg von der Tür. Ich fräse mal durch, wir werden Ihre Hilfe brauchen. Shepard, ich weiß nicht, was diese Black Ops vorhaben. Aber jedenfalls haben sie kein Interesse daran, uns hier lebendig rauszuholen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Also dann los. Ist gar nicht so einfach, sie in einigermaßen guter Verfassung zu halten. Ein Schuss, ein Treffer. Ich bleib hier und warte auf weitere Befehle. Mann, wenn wir hier lebendig rauskommen, gebe ich euch allen eine Runde Bier aus. Quatsch! Ich kauf die ganze verdammte Bar. Ah! Au! Oh! Oh! Au! Das ist mein Posten. Squadron, Ruhe jetzt! Also los, Feuer frei. Aufklärung. F-154. Tut mir leid, Corporal. Zutritt verboten. Zutritt verboten, Soldat. Zurückziehen. Sofort. Roger, alles klar. Also, ich bleib erstmal hier. Bin schwer getroffen. Okay, ich werde das Gebiet sichern. Hat jemand den Rest von meinem Platoon gesehen? Shepard? Ausgerechnet jetzt muss ich diesen Job bekommen. Positiv. Sir! Sir! Jawohl, Sir! Tut mir leid, aber für solche Situationen wurde ich nicht ausgebildet. Erwischt! Will noch jemand eine Ladung? Shepard, Sie sind Balsam für meine müden Augen. Gehen Sie etwas zurück, Corporal, das haben wir gleich. Ich habe meine Befehle, ich muss hierbleiben. Vorsicht, Leute! Squadron! Unten bleiben! Das tut jetzt ein bisschen weh. Ich brauche Sperrfeuer! Sektor durchsuchen. Noch einer für die Pfanne. Viel Spaß! In Deckung! Das ist ganz nach meinem Geschmack. Die Barrikade ist zu stark. Ich bringe Sie in 0,x hier durch. Mann, ist das schön, noch jemanden in Uniform zu sehen. Will jemand was von mir? Achten Sie auf Ihr Feuer. Aufpassen, Corporal. Ja. Sir! Jawohl, Sir! Überprüft eure Zone. Corporal Shepard, wir sind auch zurückgelassen worden. Wir haben jetzt Ihre Position. Treten Sie von der Wartungstür zurück. Wir sprengen Sie auf. Mayday, Mayday, hört mich jemand? Hier ist Tango Charlie 409, werden angegriffen. Wiederhole. Black Ops sind in die Basis gekommen und haben das Feuer auf uns eröffnet. Bitte sofort Verstärkung schicken. Ende. X-Ray Zulu, hört ihr mich? Wir brauchen eine Müllsektorverstärkung. Ist eine Art Wurm. Tower und Eddie hat's erwischt und ich habe keinen Kontakt mehr zum Rest der Einheit. Wir brauchen sofort Verstärkung. Adrian, bist du das? Hör mal, wir haben uns auf der anderen Seite des Felds verschanzt, aber eine Gruppe von Black Ops hat uns hier festgenagelt. Wir öffnen dir die Bunkertür, aber beeil dich ein bisschen. Ich höre sie laut und deutlich. Wir nehmen unsere Position ein. Shepard, Sie leben noch. Hören Sie, uns hat's ziemlich übel erwischt und wir haben den Befehl, uns zurückzuziehen. Wiederhole, wir ziehen uns zurück. Anscheinend haben Sie mit Black Mesa jetzt was anderes vor. Wenn Sie es schaffen, durch das Transitsystem zu kommen, können Sie vermutlich die Oberfläche erreichen. Und da holen wir Sie dann raus. Viel Glück. Ende. Schlagen Sie sich durch das Transitsystem bis zum Ausgangspunkt durch. Auf keinen Fall. Ah! Alle Einheiten zum Sammelpunkt zurückziehen. Ich wiederhole. Zum Sammelpunkt zurückziehen. Es gibt neue Befehle. Wir ziehen uns zurück. Für die Sicherheit von Einheiten, die zurückgelassen werden, kann keine Verantwortung übernommen werden. Okay, Go 7, weiter nach Sektor 112 zur LZ. Rendezvous mit Alpha, Bravo, Tango. Ende. Was zum Teufel ist da draußen los? Negativ, Go 7. Ich sehe irgendwelche Aktivitäten da oben, kann aber nicht erkennen, was es ist. Pass auf, Go 7, da kommt was an deiner... Verstanden, HQ. Verdammt, Goose 3 ist runter. Kann schon jemand die LZ sehen? Pass auf deinen Vektor auf, Goose 3. Es wird ein bisschen eng hier drin. Sehr gut. Vielleicht gibt's ja doch noch Hoffnung für euch. Will einer von euch elenden Würmern hier raufkommen und mich runterhauen? Los, ran an die Seile! Klettern! Klettern! Ah, ihr könnt definitiv besser klettern als rennen. Mal sehen, ob ihr die Seile auch noch für was anderes benutzen könnt. Springt! Schnappt euch das Seil und benutzt den Schwung, um über das Wasser zu kommen. Hast du ein Problem, Soldat? Los, wieder rauf und das Ganze nochmal. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Hast du ein Problem, Soldat? Los, wieder rauf und das Ganze nochmal. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Das verlangt vielleicht mehr Koordination, als du hast, Soldat.
Ich will, dass du dich von Seil zu Seil bis zum Ende des Kurses schwingst. Ich bin fast beeindruckt, Soldat. Wir sehen uns im nächsten Abschnitt. Da werden dir die Zähne klappern. An der Wand unter mir hängt eine HSW. Eine Hochleistungsschutzweste. Bei korrektem Einsatz kann sie Leben retten. Eine HSW kann an einer Batterie genauso wie an industriellen, militärischen und HEV-Ladestationen wieder aufgeladen werden. Worauf warten wir denn? Los, die HSW holen und aufladen. Voll! Glaubt mir, ihr Würmer, ihr werdet sie brauchen. Ich sehe euch im nächsten Abschnitt und zeig euch, was die Weste kann. Ich will verdammt sein, aber vielleicht steckt in dir doch noch ein Soldat. Und jetzt im Laufschrittmarsch rüber zum nächsten Trainingsabschnitt. Die HSW schützt nicht nur, sie kann auch viel mehr. Sobald das Licht ausgeht, öffnet sich die Tür da vor euch. Aktiviert eure Nachtsichtbrillen. Arbeitet euch durch das Labyrinth und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Und jetzt bewegt euch, als wüsstet ihr, was ihr tut. Was ist dein Problem, Weichei? Na gut, Tarzan. Du bist ein ganz passabler Soldat. Mal sehen, ob in deiner traurigen Figur irgendwo Führungsqualitäten versteckt sind. Ein guter Anführer muss die Fähigkeiten jedes einzelnen Soldaten seines Platoons kennen. Die erste Art von Soldat, die wir hier kennenlernen, ist der Pionier. Pioniere haben ein Geschick dafür, dich an Stellen zu bringen, die sonst nicht erreichbar wären. Übernimm die Leitung und bring ihn dazu, dir zu der verschlossenen Tür zu folgen. Klarer Fall. Dieser Soldat kann im Feld sehr nützlich sein. Sobald der Raum aufgebrochen ist, gehen wir durch die Tür und treffen den nächsten Soldatentyp. Der Sanitäter kann im Feld einer der wertvollsten Soldaten sein. Sanitäter können sowohl dich als auch die anderen Soldaten deiner Einheit heilen. Um geheilt zu werden, hältst du einfach die Benutzen-Taste gedrückt. Und schon wird erste Hilfe geleistet. Sobald sich der Sani um deine Wunde gekümmert hat, gehst du zum nächsten Abschnitt, um das Training abzuschließen. Hör zu, Soldat. Während deiner Einsätze bist du nicht immer in direktem Kontakt mit deiner Einheit. In diesen Situationen müssen militärische Funkgeräte weiterhelfen. Und mit diesen Funkgeräten können Verstärkung oder wichtige Informationen eingeholt werden. Geh zum Funkgerät und benutze es, Soldat. Herzlichen Glückwunsch, Soldat. Du bist kein kriechender Wurm mehr. Ich bin stolz darauf zu sagen, du bist ein Soldat. Ich bin sicher, du wirst deiner Einheit Ehre machen. Melde dich jetzt zum Dienst, Soldat. Die vom Militär großzügigerweise zur Verfügung gestellte Weste wird euch am Leben erhalten. So, Wurm, stell dich mal hier hin. Das demonstrieren wir jetzt mal. Wie du siehst, bist du nicht tot. Die HSW hat den Schaden absorbiert, hat sie nur etwas Energie gekostet. Achte drauf, dass die HSWs immer vollgeladen sind. Dann sind eure Überlebenschancen draußen sehr gut. Und jetzt weiter zum nächsten Abschnitt. Was starrst du mich so an, Kleiner? Du fasst mich an, Matschbirne? Was ist dein Problem, Weichei? So, jetzt gibt's Dreck und Schokolade. Und leider ist die Schokolade gerade ausgegangen. Ich fresse Stacheldraht und pisse Napalm. Gott liebt Marines. Ich fresse ein Dutzend Würmer noch vor dem Frühstück. Haltung, du Weichei. Soldat, du bist das Letzte. Sohn, ich zerleg dich wie eine M16. Ich rieche Rauch. Und wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Beweg dich, Soldat, sonst raucht's hier auch! Sowas wie dich rauche ich doch in der Pfeife hinterm Klo! Runter! Und alle Viere ganz weit weg! Runter! Und brich dir die Ellenbogen! Was ist dein erster Befehl, Hirni? Woher kommst du, Soldat? Texas! Heilige Scheiße! Du weißt, die kommt auch aus Texas, ja? Dürfte ich hier wohl das Kommando übernehmen? Vielen Dank auch! Du haust jetzt besser ab, Marine! Und jetzt beweg dich, als hättest du ein Ziel! Aufstehen, Ladies! Ich bin Senior Drill Sergeant Dwight T. Barnes. Das erste und letzte Wort, das ich aus euren Karieskammern hören will, ist Sir! Habe ich mich klar ausgedrückt? Mein Ziel ist einfach. Von jetzt ab seid ihr alle Würmer! Ihr werdet nicht sprechen, bis ihr angesprochen werdet. Ihr werdet erst schlafen, wenn man es euch sagt. Wenn ich sage, springt, dann ist eure Antwort, wie hoch? Kapiert! Wie heißt du, Schlappschwanz? Ich will was hören. Corporal Shepard, hä? Sieht mir mehr nach Corporal Schnecke aus. Komisch. Da ist dieser Name doch ganz plötzlich ganz oben auf die Liste für fortgeschrittenes Training gerutscht. Ich schlage vor, dass du deinen Hintern zackig runter zum Ausbildungszentrum bewegst und dich bei Drill Sergeant Sharp meldest, und zwar pronto! Bewegung, Corporal! 1, 2, 3! 4! Das sollen Liegestützen sein? Runter! Aber ganz! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Wie heißt du, Schlappschwanz? Ich will was hören! Corporal Shepard, hä? Sieht mir mehr nach Corporal Schnecke aus. Komisch. Da ist dieser Name doch ganz plötzlich ganz oben auf die Liste für fortgeschrittenes Training gerutscht.
Ich schlage vor, dass du deinen Hintern zackig runter zum Ausbildungszentrum bewegst und dich bei Drill Sergeant Sharp meldest, und zwar pronto, Bewegung, Koppel! Was starrst du mich so an, Kleiner? Du fasst mich an, Matschbirne? Was ist dein Problem, Weichei? So, jetzt gibt's Dreck und Schokolade. Und leider ist die Schokolade gerade ausgegangen. Ich fresse Stacheldraht und pisse Napalm. Gott liebt Marines. Ich fresse ein Dutzend Würmer noch vor dem Frühstück. Haltung, du Weichei! Soldat! Du bist das Letzte! Sohn, ich zerleg dich wie eine M16. Ich rieche Rauch. Und wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Beweg dich, Soldat, sonst raucht's hier auch. Sowas wie dich rauche ich doch in der Pfeife hinterm Klo. Runter! Und alle Viere ganz weit weg. Runter! Und brich dir die Ellenbogen. Was ist dein erster Befehl, Hirni? Woher kommst du, Soldat? Texas. Heilige Scheiße. Du weißt, die kommt auch aus Texas, ja? Dürfte ich hier wohl das Kommando übernehmen? Vielen Dank auch! Du haust jetzt besser ab, Marine! Und jetzt beweg dich, als hättest du ein Ziel! Heilige Scheiße! Du hast es geschafft! Was ist denn das da auf deiner Weste, Soldat? Hat das wehgetan? Pech! Ich bin noch nicht fertig mit euch! Weiter durch die Tür in den Testraum! Wartet auf meine Befehle! Also, ihr Würmer, Ohren auf! Es ist mir Schnurz, wie das in eurer letzten Einheit gelaufen ist. Hier habe ich das Sagen. Macht genau, was ich sage. Und wenn ich mit euch fertig bin, dann fresst ihr Gefahr und kotzt Sieg wieder aus. Bewegt deinen Arsch, Soldat. Wir treffen uns drüben, in der Rüstkammer. Da müssen wir aber mal einen Zahn zulegen, Weichei. Wir haben keine Lust, auf deinen wertlosen Arsch zu warten. In den folgenden Bereichen werden viele der Umweltgefahren simuliert, denen ihr im Feld begegnen werdet. Rennt so schnell wie möglich durch. Und seht zu, dass ihr nicht zu viel Schaden abkriegt. Ein toter Marine ist ein wertloser Marine. Ich sehe euch davon, falls ihr das hier lebendig übersteht. Hast du ein Problem, Private? Ihr haltet eure Order, wenn wir die LZ erreicht haben. Verstanden, Soldat? Okay, dann hört mal her, Leute. Da unten wartet eine verdammt gefährliche Situation auf uns. Unsere Aufklärung konnte die Stärke des Gegners nicht feststellen, also bleiben wir zusammen. Unser Auftrag lautet, den... Unsere Aufklärung konnte die Stärke des Gegners nicht feststellen, also bleiben wir zusammen. Unser Auftrag lautet den... Heilige Scheiße! Okay, Soldat. Das hier ist eine Übung mit scharfer Munition. Da kriegst du einen Vorgeschmack auf das, was dich im Feld erwartet. Kopf unten halten und von Deckung zu Deckung laufen. Ich will dein Gesicht im Dreck sehen, Soldat! Los, los, los! Die Strickleiter hoch! Bring deinen Arsch hier rauf! In den Dreck, Soldat! Kopf unten halten! Und jetzt beweg dich, als hättest du ein Ziel! Unten bleiben! Runter mit deinem Arsch! Runter mit der Rübe! Oder sie ist Matsche! Ich glaub's einfach nicht! Du hast meinen Lieblingskurs geschafft! Und bist echt noch an einem Stück! Sehr gut, Soldat! Dann mal weiter zur nächsten Trainingsphase! Bewegung! Bewegung! Also, ihr Würmer! Mal sehen, ob ihr eure Hintern durch meinen Hinderniskurs schieben könnt! Wenn diese Pfeife hier trillert, solltet ihr eure lahmen Ärsche mit Tempo über die Strecke jagen. Wenn ihr mich enttäuscht, wird euch das leid tun. Sehr leid. Kapiert? Auf die Plätze. Fertig. Los. Los, los. Ran und rüber über die Plattformen. Dalli, dalli, dalli. Ducken. Jetzt springen. Beweg deinen Arsch, Mann. Schieb deinen Arsch da runter. Rauf auf die Wand. Bisschen Tempo. Meine Großmutter ist ja noch schneller als ihr Trauerklöße! Schieb deinen Arsch da runter! Rauf auf die Wand! Bisschen Tempo! Meine Großmutter ist ja noch schneller als ihr Trauerklöße! Fall nicht ins Wasser! Los, rüber mit die Planke! Bewegung, ihr Würmer! Fall nicht ins Wasser! Los, rüber mit die Planke! Bewegung, ihr Würmer! Ich dachte, ich würde hier Soldaten ausbilden. Bin ich hier im Kindergarten? Und jetzt weiter! Zum nächsten Abschnitt! Zack, zack, zack im Laufschritt! Dalli, dalli, dalli! Deine Waffe ist dein bester Freund. Dein einziger Freund. Um ein besserer Soldat zu sein, musst du deine Waffe beherrschen. Auf dem Tisch liegt eine Standardwaffe. Nimm sie und geh zum Pistolenschießstand. Der Zweck dieser Übung besteht darin, uns mit den Funktionen und dem Gebrauch der Waffe vertraut zu machen. Die Aufgabe ist, jeweils 6 Schüsse im inneren Ring jeder Zielscheibe zu platzieren. Ist das geschafft, können wir zum nächsten Abschnitt des Trainingskurses weitergehen. Also los! Und jetzt weiter zum nächsten Abschnitt! In dieser Übung lernen wir den Umgang mit dem Präzisionsgewehr. Auf dem Tisch liegt die Waffe schon bereit. Aufnehmen und zur Schusslinie gehen. In dieser Übung werden wir auf stationäre und bewegliche Ziele schießen. Und zwar auf mittlere, weite und sehr weite Entfernung. Das Präzisionsgewehr ist mit einem Zielfernrohr ausgerüstet. Damit wird das Sichtfeld vergrößert und entfernte Ziele sind besser zu sehen. Da hinten siehst du 3 stationäre, zum Teil verdeckte Ziele, Soldat. Lande auf jedem Ziel einen Treffer. Dann geht's zum nächsten Abschnitt weiter. Gut. Mal sehen, wie du auf diese Entfernung mit einfachen, beweglichen Zielen zurechtkommst, Soldat. Lass dir Zeit beim Zielen, Soldat.
Geduld ist der Schlüssel für schwierige Schüsse. Sehr gut. Dann schauen wir mal, ob du bewegliche Ziele auch auf weite Entfernung triffst. Nimm dir Zeit und ziele genau, Soldat. Nicht schlecht, gar nicht schlecht, Soldat. Und jetzt mal sehen, wie es auf sehr weite Entfernung klappt. Unglaublich. Du kannst ja wirklich schießen. Ich würde dir vielleicht echt erlauben, meinen Hintern im Gefecht Deckung zu geben. Ich bin fertig mit dir, Soldat. Geh zum nächsten Abschnitt und melde dich beim nächsten Drill Sergeant. Mal sehen, ob ihr Würmer schneller klettern könnt als laufen. Fertig? Fahr zur Hölle, Freeman! Man sieht sich, Freeman! Bye-bye! Darauf habe ich schon lange gewartet. Auf halbem Weg durch Level 3. Enormer Widerstand durch Zivilpersonen. Ziel ist noch nicht erreicht. Ich weiß nicht, wer die sind. Sie haben einen Haufen Knarren, so viel steht fest. Hören Sie, schicken Sie einfach jemanden her. Warum können wir die Ausrüstung nicht einfach zerstören? Bravo-Team, Ortungssystem installiert. Freeman ist unterwegs. Primärziel erreicht, wir haben ihn doch erwischt. Haha, wir haben Freeman. Wurde auch langsam Zeit. Ich hoffe, Sie drehen ihm möglichst schnell den Hals um. Wir werfen ihn einfach rein und schalten dieses Ding ein. Ich will nicht noch mehr Blut an meinen Klamotten haben. Wir müssen sicher gehen, dass er auch wirklich tot ist. Halt ihn über die Luke oder schieß ihn, dann lass ihn einfach reinfallen. Ja, okay.